Peter, uns war schon länger klar, dass es den heutigen Tag, den Tag nach dem Abstieg geben wird. Dennoch bei mir gestern Abend, als es dann feststand, war ich doch überrascht, wie heftig diese Endgültigkeit mich persönlich dann doch getroffen hat. Wie war es bei dir gestern nach Schlusspfiff? Ich glaube, es ist allen so gegangen, inklusive mir. Das ist der Moment, wo du weißt, es steht fest. Und es hat nichts damit zu tun, dass man vorher nicht auch sehenden Auges durch die Welt gelaufen ist und nicht wusste, dass der Moment kommt. Aber diese Endgültigkeit, die man natürlich auch wieder haben muss, um aufzustehen, um sich wieder neu auszurichten, die hat gestern mit voller Wucht zugeschlagen. Egal wo, vor allen Dingen emotional natürlich. Und insofern, ja, sind wir alle heute massivst traurig, dass es so ist. Müssen aber auch wieder aufstehen und dürfen trotz alledem unsere Werte und unsere Würde dürfen wir nicht verlieren. Und da haben wir gestern dann nach dem Spiel eben auch noch Punkte gelassen. Du sprichst die Vorkommnisse der vergangenen Nacht an, als die Mannschaft aus Bielefeld zurückgekehrt ist. Da gab es Szenen rund um den Mannschaftsbus, die mich entsetzt haben und die in meinen Augen nicht für die Werte des FC Schalke 04 stehen und eigentlich auch überhaupt nichts im Fußball und in dieser Gesellschaft zu suchen haben, oder? Ja, ganz klar. Ich kann absolut verstehen, dass man enttäuscht ist, dass man traurig ist. Für viele Menschen ist Schalke einfach viel, viel mehr als nur ein Club. Die Kritik, die sich der Sport anhören muss, ist aus meiner Sicht völlig berechtigt. Das Ergebnis ist desaströs mit 13 Punkten, aber genauso desaströs ist es auch, wenn man sich um Leib und Leben seiner Mitarbeiter sorgen muss. Und das, was Spieler, was Staff gestern da erleben mussten, das hat mit dem Leitbild von Schalke 04 überhaupt nichts zu tun. Wie geht es jetzt weiter mit diesen Vorkommnissen? Wie werden die aufgearbeitet? Ein wichtiger Teil ist, glaube ich, dass wir häufig in der Aufarbeitung sind von dem, was passiert ist. Also hatte man das Gefühl, es geht nicht noch schneller, es geht nicht noch schlimmer und dann kommt noch einer drauf und dann ist man gerade mit der Aufarbeitung des anderen fertig. Also ich würde jetzt sehr, sehr gerne überzeugt auf Spieler, auf Agenturen zugehen und würde gerne die Zukunft planen von heute weg, weil die Gewissheit eben da ist. Ja, es hat eben auch diese Nachrichten gegeben und die gehören natürlich dazu, die kann man nicht mehr ungeschehen machen und die sind dann auch wieder aufzuarbeiten. Einerseits vorstandsseits, aber natürlich, was für mich das Wichtigste ist, wie geht's den Leuten? Wie geht's Bujo Büskens? Wie geht's Gerald Asamoah? Wie geht's unserem Staff? Wie geht's den Spielern, von denen einige gestern im Hotel übernachten mussten? Und das ist für mich absolut, absolutes No-Go, dass wir solche Szenen haben, dass wir uns mit dem beschäftigen müssen. Es ist klar, der Sport ist ein großer Wirtschaftszweig. Es werden natürlich auch viele Geschäfte gemacht. Es wird viel, viel Geld verdient. Aber ich finde, es ist immer noch Teil des Sports, dass man gewinnt, verliert, dass man aufsteigen kann, dass man absteigen kann. Und dann muss man das akzeptieren. Du musst einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Gestern sind wir zweimal hingefallen. Wir müssen dreimal wieder aufstehen. Das eine Aufstehen bezieht sich sicherlich auch auf die nahe Zukunft und die Zukunft bis zum Saisonende. Wir werden jetzt nicht den Spielbetrieb einstellen. Was passiert jetzt in den kommenden Tagen und Wochen? Ja, die kommenden Tage oder ich sag mal die kommenden Wochen, da spielt uns die Spielabsage gegen Hertha BSC durchaus in die Karten. Werden jetzt den Einzelgesprächen mit den Spielern und mit den Beratern gegolten. Das heißt, ich habe den Spielern schon vorher, vor dem Spiel in Bielefeld gesagt, dass ich Termine mit ihnen machen werde, damit sie wissen, wo sie stehen. Damit wir auch wissen, wo sie stehen. Viele Spieler haben Verträge. Und diese Kommunikation, die wären wir jetzt angegangen, weil wir bisher immer gesagt haben, okay, wir wollen uns um das nächste Spiel kümmern, um zu schauen,
bis wann ist dieser Tag noch herauszögerbar. Das ist jetzt schneller gekommen. Durch die Spielabsage ist das natürlich auch durchaus eine Chance, dann in Kontakt zu den Spielern zu gehen, um die Planung gegenseitig abzuklären, zu wissen, wo man steht. Jetzt kommt halt nochmal eine Aufarbeitung dazu. Und ich glaube, die ist auch wichtiger. Die ist wichtiger für die Glaubwürdigkeit des Clubs, für die Glaubwürdigkeit des Vorstands, für die Glaubwürdigkeit von Schalke 04. Das wird wieder ein paar Tage in Anspruch nehmen. Ein paar Tage, die der Planung und der Umsetzung all dessen, was wir vorbereitet haben in den letzten Wochen, ein Stück weit im Weg stehen. Das müssen wir aber tun. Das müssen wir aus innerer Glaubwürdigkeit gegenüber unseren Mitarbeitern tun. Denn es hätten auch Mitarbeiter der Geschäftsstelle dabei sein können. Es trifft uns alle. Und von dem her, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, das gut aufzuarbeiten, eine klare Position zu beziehen und dann eben doch das dann zu tun, was wir geplant haben. Das nimmt sicherlich nicht Wochen in Anspruch, aber das wollen wir dann tun. Sicherheit geben unseren Spielern, deren Familien, die auch planen wollen müssen. Und das wird dann in den nächsten Wochen und Tagen wird das im Vordergrund stehen. Und natürlich dann aber auch die Planung, die Struktur, die Ausrichtung, Trainingslager, all das, auf das man sich trotzdem freuen sollte. Denn wir wollen ja wieder angreifen. Und nichtsdestotrotz dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir noch 4 Spiele zu spielen haben, in denen es auch um unsere Würde und um den sportlichen Anstand geht. Und ich denke, die Konkurrenz kann erwarten, dass Schalke 04 sich bestmöglich darauf vorbereitet. Und ich glaube, dass wir alles tun sollten, dass wir diesen Spielbetrieb auch intern, auch wenn es unterschiedliche Haltungen gibt, Unzufriedenheit gibt, dass wir den so bestreiten können, dass wir bestmögliche Resultate liefern können. Da muss die Mannschaft, wenn man sich das Spiel gestern anguckt, natürlich trotzdem noch mehr draufpacken. Da war jetzt gerade die letzte halbe Stunde zu zählen, den Unterzahl, die war sehr kämpferisch, aber da muss eindeutig mehr kommen. Das ist gar keine Frage. Und diese 4 Spiele sind zu spielen mit der bestmöglichen Mannschaft. Da sind die emotionalen Eindrücke von gestern natürlich auch ein Teil der Aufarbeitung, ja, was das mit den Spielern gemacht hat, dass das Angst hervorbringt, das ist ja gar keine Frage. Und wir müssen das bestmögliche Team auf den Platz bringen, mit dem Trainerteam natürlich und dem Staff auch sprechen, kommunizieren. Da müssen wir 4 Spiele spielen, die dieses Clubs würdig sind, die auch der Würde jedes Fußballers, jedes Sportsmanns, um einen älteren Begriff zu nehmen, entspricht. Dann haben wir aber parallel sicherlich schon die Zukunft geplant, damit wir überhaupt keine Zeit zu verlieren haben. Oder wir haben gar keine Zeit zu verlieren, damit wir die Abläufe und auch die Teamzusammensetzung, das kann auch im Staff sein, dass wir die schon bestmöglich vorbereiten können, um schon mit einem sehr geschmeidigen Ablauf, interne Prozesse meine ich damit, vor allen Dingen dann in die zweite Liga zu kommen, weil auf die müssen wir uns auch richtig, richtig gut vorbereiten. Denn da warten einige Herausforderungen auf uns. Wie bekommen wir es hin, dass wir in der zweiten Liga die alte Stahlkraft des FC Schalke 04 wiederherstellen, die königsblaue DNA wieder in den Verein bringen, zurück zu den Fans tragen können? Ja, ich glaube, man merkt in dieser Zeit, dass wir sind einfach ein Fußballverein. Und wenn man als Fußballverein Strahlkraft bekommen möchte, dann muss man Fußballspiele gewinnen. Und das steht für mich an oberster Stelle. Wir brauchen eine kompetitive Mannschaft, wir brauchen eine Mannschaft, die auch das Ruhrgebiet und die Schalke symbolisiert. Wir brauchen natürlich aber auch eine gute Mischung von Jung und Alt. Und ich glaube, dass die Struktur rund ums Team, die Komposition des Teams, des Kaders, ganz im Speziellen, dass die sehr, sehr wichtig ist, um zu sportlichem Erfolg, zu Selbstvertrauen zurückzukommen, weil Strahlkraft kriegt man nicht ohne Ergebnisse. Und von dem her müssen wir dort sicherlich sehr, sehr viel tun. Wir müssen aber auch gucken, dass das alles zusammenpasst, weil es natürlich auch ein sehr, sehr großer Umbruch ist.
Da muss man gucken, dass man das, was da wartet, nicht unterschätzt, dass man das annimmt. Weil ich glaube, es bringt nichts, wenn man da mit einem tollen Kader reingeht, der aber im Prinzip für diese Art Fußball nicht geeignet ist. Das zählt auch für unser Umfeld. Unser Umfeld muss auch die zweite Liga annehmen. Das ist jetzt einfach unsere bittere Realität. Aber auch in der zweiten Liga werden wir uns über Tore freuen. Wir werden uns über Punkte freuen. Wir müssen auch sehen, dass auch das sportlich gesehen seinen Reiz hat. Da warten sehr, sehr gute Gegner auf uns. Da warten interessante und auch spektakuläre Spiele auf uns. Wir müssen gucken, dass wir das bestmöglich vorbereiten. Aber wir dürfen uns nicht selber um das reduzieren, was Schalke aufmacht. Unsere Werte, unser gemeinsam, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Da senden wir ein Signal, mit dem welche Menschen zu uns kommen, welche Menschen Schalke auf dem Fußballplatz vertreten dürfen und dann auch mehr Spiele gewinnen. Aber da brauchen wir auch den Widerhall des Umfelds und unserer Fans, die mannigfaltig sind, verstreut über den Erdball, die uns alle helfen müssen, dass wir mit viel Energie in diese Saison reinkommen. Denn wir wissen alle, Zweitligastart ist schon ein großer Teil des Zweitliga-Erfolgs. Peter, vielen Dank. Hoffen wir, dass wir mit allen, die diesen Verein lieben, gemeinsam die Kraft finden, zusammen aufzustehen. Und dann werden wir vielleicht auch bald wieder was zu lachen haben in diesem Verein. Danke dir. Danke und Glück auf.